Hallo, willkommen auf Poratello mit Medic Exilium und heute im Doppelpack mit mir zusammen den Satans und wir spielen heute mal wieder eine Runde Hand. Lang, lang Hallo. ist's her. Ja. Ja, wir haben ein bisschen darauf verzichtet, weil es gab in letzter Zeit ziemlich viele Probleme mit Serverproblemen etc. Rubberbanding und so und wir wollten aber mal unbedingt mal wieder was im Koop aufnehmen und nicht nur in Battlefield rumrennen wie im Stream und ähnliches, sondern halt mal was mit Adrenalin spielen. Ja, und wir haben schon Adrenalin gehabt. Ja, das hat man wirklich. Allerdings muss man sagen, das lief für uns ziemlich gut. Ich muss mal kurz gucken. Ah, ja. Jetzt kann ich mich bewegen. So, hier sind wir zu zweit, um meinen Loadout mal zu zeigen. Ich habe eine Einschussschrotflinte dabei, einen kleinen Nagant-Revolver, Messer, Verbandspack, eine Taschenlampe, zwei Spritzen und meine geliebte Brandbombe. Mit ESC kannst du die ganze Ausrüstung übrigens eigentlich. Jo. Und 240 ist der nächste Hinweis. Dann laufen wir mal los. Ja, Man muss sagen, dass das jetzt die zweite Runde ist, die wir jetzt spielen. Wie gesagt, schon länger her. Dennoch halt, jetzt ist es ja komplett released. Na, Schüsse schon wieder. Ja, vor uns. Da müssen wir hin, ne? Oder? Nee. Oh, doch. Da wollen die bestimmt auch hin. Was hat denn da hinten? Das Problem ist, hier sind diese scheiß Hier ist ein Pferd, Vorsicht. Rechts von dir. Naja. Mir fehlen irgendwie meine Wurfmesser. Ja, mir auch. Ich bin froh, wenn ich die wieder habe. Aber warte mal. Müssen wir mal eben kurz so machen. Ja, wir hatten eine Runde schon hinter uns, sind dabei massakriert worden, haben allerdings auch schon ein bisschen Spaß gehabt, aber Also wir haben zumindest 270. ein paar weggemacht, ja. Die Ah, die habe ich schon Konserven. genommen. Ich hoffe nur, dass jetzt hier keine Viecher sind, ey. Irgendeiner ist Nee. aggro. Oh, da oben ist eine Hive auf dem Dach. Aber da müssen wir ja zum Glück nicht hin. Natürlich müssen wir in den scheiß Turm. Und 280. Ich gehe eben holen, weil ich Nahkampf habe. Irgendwas ist hier drin, ich glaube sogar noch halb. Nee, das sind diese Wasserviecher, ne? Weiß nicht, ich meine, ich hätte noch halb gehört. Oh ja, ist eine Hive. Direkt Oh vor ja. uns. So. Ich kann mal schnell gucken. Wir sind auch noch in der Spinnenecke. Ich mach die Spinne gerne. Oh. Oh, die ist direkt sogar hier. Spinne? Wahrscheinlich in der Scheune, Lol. Aber ich habe kein Gedappel gehört. Da oben ist aber eine Hive drauf. ja. Könnte zu kommen. 195. Die Hive wegmachen? Ja, wenn du den Kopf triffst. Die geht ja mit dem Headshot, geht die ja weg. Ja, da höre ich sie. Ja, jetzt höre ich sie auch. Misty. Warte. Gehen wir von
Oben rein, ne? Ja, da hinten hängt sie. Ich sehe sie hier geradeaus. Wollen wir sie machen, oder? Ja, ich weiß nicht, ob wir abwarten sollen oder ob wir dran wollen. Ich glaube, da werden einige hier hinkommen, oder? Na gut, möglich sein, ja. Die Frage ist, kommt die auch hier unten hin? Ja, da zählt dazu, ne? Ja, sicher läuft da unten rum. Das war ich. Ja, ich habe schon wieder einen halben Herzinfarkt gekriegt, also von daher. Alles gut. Ja, die läuft hier in dem Raum rum. Shit. Was ist das? Naja, die sind in dem Moment weg, wo das Ding noch am Fliegen war. Warum schwebt. Leute, hier schwebt das Messer in der Luft rum von dir. Oh, mein Screenshot von sieht lustig aus. Ah, die koppelt unten rum. Aber wir sollten vielleicht nicht hier auf dem Dach rumlaufen. Nee. Oder so ein gutes Ziel. Frage ist. Ah, da ist zu, okay. Oh, hier ist auch Munition. Die Frage ist, ob wir jetzt hier erstmal vorsichtig, da vorne ist eine Ente. Ob wir jetzt erstmal hier gepflegt abwarten wollen? Ja, aber irgendwo glaube ich ein Mann, Mann. Warte mal. Oder wir ziehen schnell durch. Ich meine, die Spinne ist ja nicht so schlimm. Oh. Gehen wir Risiko. Ich habe auch getroffen. Oh. Die sind auch, glaube ich, die hiesige Zombie-Wälder. Minimal. Die brennt aber ganz schön lange. Oh ja. Da war sie. Warte, hier hinten stehen noch so Feuerdinger. Ist oben. Oh, die ist bei mir. Oh, oh, oh. Au! Vergiftet. Au. Oh, du bist aber aggro heute. Jo. Da kommen Besuch. Ja, das Problem ist, du musst gucken, weil die Spinne bei mir ist. Oh, die ist momentan bei mir. Oh ja. Aber ja, wir laufen mal die komischen Spieler rum. Brennt. Thank you.
Wo ist das Trixie? Oder so. Brennschulmänner? Was ist da unten? Ich glaube, die ist unten, ja. Nachladen. Die ist unten. Muss ich mal eben Gesundheit schütten. Kommt hier. Einmal. Jawohl. Ist jetzt da unten gefallen oder was? Kann gut möglich sein, ja. Ja, die liegt hier unten. So, jetzt müssen wir ja wieder aufpassen. Jetzt musst du wirklich aufpassen, weil jetzt kommen sie. Ich glaube, ich höre jetzt sogar Schritte. Ja, hier draußen müssen wir hier sein. Ja, hier kommen sie nicht rein, hier wo die Tür ist, hier bei mir. Die können aber von vorne reinkommen und hier hinten bei mir. Ja, ich höre Schritte, Spieler. Müssten hinter mir in dem Bereich sein. Osten oder was? Ja. Na, oder? Ja, also so 50, 100 Meter entfernt. Weil die Zombies sind auch eben gerade abgegangen, jetzt sind sie wieder ruhig. Ja, hinter uns im Osten steht aber noch ein Zombie. Normalerweise müssten wir dann mitkriegen. Ich glaube, die Schüsse in der Ferne sind, glaube ich, der Assassin. Problem ist, wir müssen im Norden raus. Kann auch sein, dass die draußen warten. Ja, sehen wir ja gleich ein bisschen mehr. Aber ich glaube, im Osten sind auch die Wasserviecher. Wir müssen ja nach Westen, oder nicht? Nee, Nordwesten. Achso, Nordwesten, alles klar. Ich bin schon paranoid, ich höre als Sachen, ne?
Nach Schrotflinte habe ich nicht mehr ganz so viel Munition. Ich habe noch 12 fürs Gewehr. Und das Problem ist, dass das Gewehr und die Pistole sich mal wieder dieselbe Munition teilen. Ach, bin ich blöd, da habe ich wieder falsche Konstellation genommen. Ich nehme auf. Guck mal. Ne, ich sehe hier oben keinen. Ja, dann lass uns nach Nordwesten abbauen. Was soll denn? Ja, ich habe die Katze geplündert. Warte. Katsching, $50 extra. Nehmen wir mit. Noch mal kurz. Dann holen wir nach Nordwesten ab. Weil jetzt beim Abhauen ist eh egal, da können wir eh laut sein. Weil die sehen uns im Endeffekt so oder so. Naja. Wandernde Blitze. Da halt einfach nur noch schnell sein. Kann auch sein, dass die alle zu dem Assassin gegangen sind. Gehen wir so weit wie möglich hier oben am Rand lang, weil dann kann von rechts schon mal keiner kommen. Warte, ich guck nochmal. Ne. 2 Sekunden habe ich noch. Ich habe noch die 5, aber. Müssen wir mal gucken, bevor wir da sind, ne? Dass da eventuell manche gedacht haben, wir warten da einfach. Da ist hier nix nach vorne hin. Ich meine, der Assassin ist bis jetzt auch noch nicht gebracht, ne? Ja, aber da war Geschieße, ne? Ich sag nix. Hast du noch eine Sekunde? Ja. Ja, dann warte mal eben. Wir verstecken uns mal eben hier. Ah ne, oh, da bin ich zu nah dran. Ja, entschuldige. Wir verstecken uns mal eben kurz hier. Verstecken? Wir werden auf der Karte schon markiert. Ich meine, zur Not können wir von hier hinten schnell an den Extraktionspunkt. Ja, da hast du aber trotzdem noch 25 Sekunden. Weil das ist jetzt wieder so eine Zwickmühle. Ne? Ansonsten sollte man vielleicht nicht herausfordern, einfach mal mit dem wenigen zufrieden geben. Es könnte natürlich sein, dass jetzt keiner mehr da ist, der Assassin die gekillt hat. Ja, das ist halt immer die Frage, natürlich, ne? Ja, oder ob da welche sind, wie wir vorhin, die nur oben sitzen und warten erstmal. Ich sehe keinen, der sich uns hier nähert. Ja, ist halt das Problem. Ne? Haben wir so viel Glück wie letztes Mal, als wir mal Hand gespielt haben? Dass jetzt alle tot sind und wie die Einzigen. Oh ne, da wird geschossen. 210. Alles klar, wir gehen lieber. Sicher, sicher. Ja. Lieber mal mit weniger zufrieden geben. Guck nochmal. Nö. Normalerweise fangen die Pferde auch an. Wenn nur ab der und der Reichweite, dann wirren die. Wenn andere Jäger da sind. Und wir haben überlebt. Ich bin so froh. So, wir gucken uns jetzt noch mal eben kurz die Statistiken an. War ja eigentlich aber auch eine schnelle Runde. Ich meine, wir hätten es jetzt noch mal drauf anlegen können, aber nachdem wir vorhin in der Runde einmal in den Sand gesetzt haben und da jetzt noch so viel Explosion und Geballer war,
Ja, gehen wir mal lieber diesmal auf Nummer sicher. Ja. Ich meine, wir sind ja auch nicht die Handprofis. Wir spielen das jetzt zu selten dafür. Ja, man muss sich erst auch wieder mit den ganzen Tasten wieder, weil die wieder unterschiedlich sind. Fein das Waffenhandling, finde ich. Oh nein. Ich habe noch ein paar Punkte, habe ich hier Rang 11 erreicht. Wenn dann mein Typ stirbt, dann ist er weg. So, Samantha wird fast Rang 11. Puh, habe ich noch mal Glück gehabt. Handarmbrust. Ja, diesmal keine Spieler getroffen. Kann man nichts machen, aber immerhin sind wir mit dem Bounty einmal weggekommen. Signalfeuer freigeschaltet. Gut. Ansonsten wird die Folge hier erstmal einmal beendet. Ansonsten danke ich allen Leuten, die bei uns hier bei Poretang zuschauen. Auch hier bei Hand, danke fürs Zuschauen, danke für die Unterstützung. Und ich wünsche euch einen grusamen Tag. Satos, hast du auch noch was? Oh, hast schon alles wesentlich gesagt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Part mal wieder rein. Bis dahin dann, alles Gute euch. Euer Exilium. Haut rein. Ciao.